Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei der Levelreihe meiner Trainerinnone auf 90. Wir befinden uns natürlich im wunderschönen Nagrand und haben jede Menge Quests vor uns. Wir fangen an hier unten mit Ogre töten. Das sollte uns dann die Folgequest freischalten für das Lager hier unten und später auch für das Lager da oben. Und ich denke, wenn wir die gemacht haben, haben wir schon mal ordentlich Erfahrungspunkte. Dann gibt es immer noch die hier drüben am See. Die sind auch ziemlich leicht und schnell. Und natürlich die am Thron der Elemente oder vier Winde. Ne, wie hieß er? Thron der Elemente, gell, glaube ich. Von daher haben wir einiges zu tun. Legen wir ein bisschen gleich los. Zwei Sachen ganz kurz vorweg. Zum einen hat es mir hier unten das Addon ein bisschen zerschossen mit dem 542-Patch. Also es zeigt keine Lebenszahlen mehr an und ich glaube, die Farbe verändert sich auch nicht, also es wird nicht weniger, wenn ich Schaden bekomme, was ein bisschen schade ist. Ich hoffe, das wird noch irgendwie mit einem Update von einem anderen Addon gefixt, dass da sich zwei Addons in die Quere kommen oder so. Aber ich weiß es nicht, müssen wir einfach schauen. Und Punkt 2, wie soll ich euch das am besten verdeutlichen? Am besten so. Ja, ich bin ein bisschen erkältet und es kann sein, dass ich während des Videos mal husten, niesen, schnupfen, schleimen muss. Von daher bitte ich euch schon mal im Voraus höflichst um Entschuldigung. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, wie nervig das ist, wenn man ein Video guckt. Aber was soll ich tun? Die Show must go on. Wer schreibt mir da? Freundliche Leute wollen eine Instanz machen. Das gibt's selten, dass man noch direkt angeschrieben wird. Holy freaking moly. Boah, wir sind aber ganz schön flott hier unterwegs, du, mit den Ogern. Die droppen ja wie nix. Allerdings droppen sie keinen. Habe ich denn nicht die Quest mit dem Quaggy? Das wundert mich ein bisschen. Normalerweise muss man doch hier noch den Quaggy befreien und hier muss so ein Schlüssel droppen von denen. Das finde ich jetzt echt komisch, aber wir haben geschaut letztes Mal, ne? Ah, wir müssen erst mit ihm reden. Ah, okay. Die Quest startet hier. Ich dachte, die startet im Dings, im Camp vorne. Und da kriegen wir auch die Obsidian-Kriegsperlen, die wir leider nicht uns schicken konnten von einem anderen Jar, weil sie seelengebunden sind. So eine Kacke aber auch. Hat nicht so funktioniert wie mit den Pflanzenteilen in den Zangar-Marschen. Zangar, Zangar. Oh, und da haben wir schon den Schlüssel. Das war schnell. Na los, raus mit dir. Gott, wie lange braucht er, um Käfig aufzuschließen? Hallo. Danke, Trainer. Ich bin sicher, mein Vater wird euch reich belohnen. Tschüss. Tschüss. Er sagt einfach Tschüss. Okay, why not? Zack, you're going down. Was haben wir hier? Da steht noch einer im Haus. Der kommt da immer so schön rausgerannt. Oder? Kommt er? Ich glaube, er kommt nicht. Hat keinen Bock heute. In your face, in your face, in your face. Because you suck. Oh ja, außerdem muss ich aufpassen, wenn der Speditionsmann kommt, weil der bringt nämlich noch Weihnachtsgeschenke und es sollte eigentlich heute soweit sein. Heute oder morgen. Ich bin so abgelenkt, ich muss auf so viele Sachen achten hier in meinem Real Life. Kann gar nicht richtig zocken. Das regt mich auf. Oh, niemand zu Hause. Okay, kann ich hier raus? Nein? Hier? Ja. Cool, ich bin aus dem Fenster gesprungen. Ich bin so ein richtiger Parcours-Mensch dans le banlieue parisienne. Oui, oui. Die helfen nur, ich kann wahrscheinlich gar kein Französisch. Boah, mein Imber Damage Megateil ist ready. Soll ich es benutzen? Lohnt sich das hier für einen normalen Ogre? Da müssten wir eigentlich schon zusammenpullen, oder? Das wenigstens für zwei. Komm, komm mal her, Bro. Du auch. Natürlich ist ein Caster. Okay. Mega Damage Dings activate. Zack. Und du auch activate. Und es macht überhaupt nichts. Warum macht's nichts? Das hatte ich irgendwie krasser in Erinnerung. Er wird gepummelt. Wie viel brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch vier Perlen und wir brauchen noch. Halt mal, hier geht's ja raus. Wir brauchen noch. Wie viel Ogre? Wo ist denn? Wir haben so viele Quests hier am Rand. Das ist ja. 6 von 8, 6 von 8. Okay, noch 2 von jedem. Hey, Bro.
Eins am Alma. Oh, den können wir 10. 10 your face. Und nochmal eins am Alma. Dann hätten wir da 8 von 8. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Zack. Und da haben wir noch einen Mystiker. Perfekt. Alles beisammen hier. Er steht in dem Haus. Was hat er mit dem Haus gemacht? Er hat sie alle geschlachtet. Guck mal. Da hängen noch die Gedärme von der Decke. Holy moly. Na, ich glaube, das sind Ketten, wo jemand dran gehängt ist. Trotzdem ist es eklig. Das ist mir noch nie aufgefallen. Was machen die Oger hier? Völlig irre, die Wichser. Schwupp. Noch ein Mystiker, gell? Ah, da oben stehen doch welche. Ich weiß es genau. Zermalma. Zermalma. Da hinten sind zwei Mystiker. Komm her, Mystiker. Du bist so mystisch, dass ich dich töten muss. Oh yeah. Sowas von mystisch. Richtig, richtig mystisch. Ja, hielt dich nur hoch. Okay. So viel dazu. Dann haben wir jetzt die 3 Quests hier. Ah ne, wir könnten noch die Perlen. Wie viele Perlen brauchen wir noch? 8 von 10, noch 2 Obsidianen. Und die können wir auch noch schnell machen, oder? Dann haben wir das weg. Würde ich schon sagen. Und 10 your face. Komm schon, drop Perlen. Nice, 9 von 10. Unser Damage-Ding ist wieder ready. Damage-Ding, activate. Ja, hier sind 2 gute Chancen. Aber ich brauch... Oh, ich brauch mehr... What? Hat's jetzt geleckt oder was geht ab? Ja, mein Leben verändert sich echt nicht hier. In den Orbs. Sehr, sehr schade. Okay, haben wir noch 2 Perlen abgestaubt. Dann, die 1 lassen wir weg, weil da kommen wir gleich hin. Dann gehen wir zurück ins Lager. Da hinten. Und geben das ab und holen uns die Folgequests. Genau, so machen wir es. Oh yeah. Genießen so lange die schöne Gegend hier von Nagrand. Die Sonne ist noch nicht mal aufgegangen in Nagrand, oder? Es ist halt hell, aber wo ist die Sonne? Keine Sonne da. Wollt ihr mich verarschen? Reichen diese Lichtstreifen vom Nether, um hier hell zu machen? Wer weiß, wer weiß. Der Scheiß ist heiß. Apropos der Scheiß ist heiß. Ich habe mir hier einen Tee gemacht und habe noch gar nichts getrunken. Erstmal die Teebeutel hier rausfischen. Es wird geteabagged. Live bei Moonboons World. Teabag, Teabag. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, wie die Teebeutel abplätschern. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Das hört sich ziemlich eklig an. Als würde Moonboon right here, right now auf seinen Stuhl strollern. Was er natürlich nicht macht. So, Teebeutel entsorgt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Was geben wir ab? Einmal hier. 22.000, das ist so wenig. Möchte, dass ihr 10 Krieger der Felsfäuste und bla. Also noch mehr Oger töten. Das ist ja immer das Geile in Nagrand. Einfach alle Oger töten, die rumlaufen. Bin ich blind? Wo ist mein Fragezeichen? Ja. Cremige Feinde herstellen die Kriegsperlen. Das ist eine Daily, ne? Aber gibt es auch nochmal Erfahrungspunkte? Ne, ich glaube nicht. Und dann gehen wir natürlich zum Boss und der Boss sagt uns, hey, cool, ihr habt meinen Sohn befreit. Voll cool, hier habt ihr Loot. Ah, ne, noch nicht. Jetzt müssen wir ihn nochmal befreien. Ja, aber was ist denn mit dem Schwertmeister? Wann müssen wir denn den Schwertmeister finden? Ich bin verwirrt. Kann man den Schwertmeister einfach so... So, hallo sagen? Wahrscheinlich schon. Habe ich es einfach nur verballert, während ich jetzt da hinten war? Das wäre jetzt natürlich schlecht. Ich fliege einfach nochmal kurz nach hinten. Bis gleich. Also Leute, man konnte nicht mit ihm, also man konnte schon mit ihm sprechen, aber er hatte keine Quest für uns. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, hier nach Hala zu gehen. Nördliches Hala. Und die nächste Ogre-Quest zu machen. Ich glaube, dass wir die alle fertig machen müssen, bevor wir mit diesem Klingenmeister reden können. Deshalb gehen wir einfach mal in die Ogerhöhle, töten noch ein paar mehr Oger und befreien den Korki mal wieder und schauen dann weiter.
Komm her, Bro. Du wirst gezählt. Und du wirst geäfft. Ist das nice, wenn man einfach seine ganzen Spells nur noch in Tastaturkürzel ausdrücken kann. Du wirst gezählt, geäfft, geixt und gegeht. Und dann ist fertig. Da schreibt der Fuchs an. Der Fuchs. Fuchs, ich bin am Töten, Mann, Bro. Weiß nicht, was los ist. Was geht ab, Bro? Er will sich bestimmt wieder ins Video schleichen und Werbung machen, weil sein PC geht nämlich wieder, beziehungsweise er hat einen neuen und jetzt funktioniert sein Fraps wieder und er kann endlich wieder aufnehmen und Videos machen. Also geht auf Fuchs Kanal und schaut mal wieder vorbei. Er hat sogar ein Gewinnspiel laufen aktuell. Ich glaube bis zum 23.12. youtube.com/ipufuchs. IPU-Fuchs. Siniminis? The fuck? Sind es diese Frühstücks-Siniminis? Bist du auf TS? Bro, ich bin am Video machen. Checkt er das nicht? Das weiß er doch. Bestimmt ist er wieder völlig verwirrt am frühen Morgen. Wie immer. Wenn er gerade aufgestanden ist. Er hat ja einmal bei mir übernachtet. Er war mal hier. An meinem Geburtstag. Oh, ist das schon wieder lang her. Auf jeden Fall war er mal hier. Und hat bei mir im Zimmer gepennt. Und ich sag euch, das ist jetzt Geheimnis Number One. Deshalb erzähle ich es auch im Video auf YouTube. Fuchs schnarcht. Der zersägt ganze Regenwälder nachts. Der macht... Und als er am Morgen aufgewacht ist, war er völlig verballert. So, Moonboon? Wo bin ich? Nee, das letzte habe ich erfunden. Aber das mit dem Schnarchen stimmt. Jetzt ist es out, Fuchs. Kann man nichts mehr machen. Zack. Ey, warum stirbst du nicht? Zack. Betäubt. Boah, jetzt werden sie aggro hier, die Oger. Oger in your face. Ich denke immer, ich verliere kein Leben, weil hier unten überhaupt nichts passiert. Nein, ich war so gewohnt, da drauf zu schauen. Oh, hoffentlich gibt es da bald ein Update irgendwie. Alter, wie viel Oger ich hier massakriere. 6 von 10 Magier schon wieder getötet. Okay. Die Kisten, was ist denn mit den Kisten? Es gab so viele Quests hier. Bist du irgendwas Besonderes? Nee. Ich mach mal hier das G an, bevor ihr wieder alle flamen. Mach doch mal die Karma-Scheiße an, Moonboon. Die Karma-Scheiße ist so stark. Und ist echt stark. Guckt euch den an. Ist schon fast down. Ha! Das muss ich jetzt echt öfters anmachen. Komm her, Bro. Go down. Und er ist ja down. Was ist da für ein blauer Kristall? Ach, das könnte man abbauen. Ach, hier ist ja der Dings. Hey, lass ihn raus. Corki. So lange trinke ich gerade mal einen Tee. Das war das zweite von drei Mal, wo wir ihn aus der Ogerhöhle befreien müssen. Das nächste Mal dauert dann ein bisschen länger. Und jetzt müssen wir noch ein paar Oger töten. Bam. Habe ich mein G schon wieder ready? Nee, habe ich nicht. Oh, aber mein C. G und zack und bang. Und G und zack und bang. Magier 10 von 10. Leider gibt es hier nichts anderes als Magier, so wie es aussieht. Von denen habe ich... Oh, auch schon 7 von 10. What? Das ist ja wie am Fließband. Die Oger laufen einfach auf dem Fließband in meine Fäuste rein und sterben. Oh, das sind 2 von denen. Sogar 3. Perfekt, dann habe ich alle. Kommt her, meine lieben Freunde. Ihr werdet gepummelt. Und dann werdet ihr mal wieder gewirbelt. Ich habe noch gar nicht gewirbelt, diese Episode. Wir müssen es ja mal hier ein bisschen abwechslungsreich gestalten. Ein paar visuelle Reize für eure toten Augen. Apropos tot... Ding! Das war's. Fertig, oder? Quagi befreit, Oger getötet. Perfekt. Da gab's auch noch eine Quest mehr. Ah ja, so ein Typ eskortieren. Sollen wir die auch noch gerade machen, wenn wir hier in der Nähe sind? Das wäre eigentlich praktisch, ne? Dann haben wir das weg. Würde ich schon sagen. Aber ja, das machen wir das nächste Mal. Schon für das Video wieder zu lang hier. Da habe ich wieder 10.000 GB zum Hochladen. Da habe ich keinen Bock drauf. Von daher, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Denkt bitte dran, das Video zu bewerten, zu kommentieren. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal da vorne am See. Bis dann. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.